Okay, das wird jetzt knapp, weil ich keine Ahnung habe, wie ich da hinkomme. Oh ne, verloren. Mann, jetzt habe ich's verkackt. Komm, verarsch doch jemanden anders. Das war jetzt richtig dumm, nur weil er ins Wasser gefallen ist. Ja, das hätte ich gerne mal früher gehabt hier. Das ist ja voll einfach die Mission, aber das Offensichtlichste übersehen. So. Ey! Das wusste ich nicht. Ich dreh gleich durch, ohne Scheiß. Das verarscht einem voll. Wirklich. So. Weil das einfach vollkommen unberechenbar ist. Das Spiel meine ich jetzt. Aber woher soll ich denn wissen, dass die blöden Platten jetzt untergehen? Jedes Mal, wenn ich mit dem Bogen schießen will, macht er nur den blöden Sprungangriff. So wird's natürlich auch. Geht doch. Was war das jetzt? Das war eine richtig dumme Aktion, Legolas. Hier hinten ist noch eine violette Münze versteckt. Dam, da, dam. Oh, jetzt sind wir im Elbenwald. Rausgekommen. Wo sind wir denn jetzt von der Map her? Alter. Jetzt bin ich hier unten lang gegangen. Okay, cool. gehen wir mal hier lang. Hier geht's offensichtlich zu dem Stein oder zu der Mission. Wer von euch wagt meine Prüfung? Ich. Du da. Hilf mir, den Angriffsparcours zu testen, den ich erstellt habe. Okay. Und beeil dich gefälligst. Ich werde deine Zeit nehmen. Frag nicht nach dem Grund. Los. Ich bin aber dumm. Und schaff das nicht. Nein. Okay. Neustart. Ich bin runtergefallen. Das zählt nicht. Die Zeit ist um. Los, nochmal. Bin hier fast zu weit gesprungen. Vielleicht war das etwas zu einfach. Ich glaube auch. Ohne gute Vorbereitung können wir einem eventuellen Ork-Angriff nicht standhalten. Ich werde einiges ändern. Komm später noch einmal zurück. Okay. Er war jetzt nicht so schwer. Aber finde ich auch nicht schlimm. Hier gab es auf jeden Fall einen Stein für mich. Das war nicht schon gut genug.
glaube, hier werden wir jetzt einfach noch mal... Hier werden mir noch zwei Steine angezeigt, wie ihr seht. Ich glaube, das bedeutet einfach nur, dass der Parcours dann vergrößert wird und ich zurückkommen muss und den einfach dann noch absolvieren muss. Ein paar Mal. So. Hierher sind wir gekommen. Dann gehen wir jetzt mal hier lang. Vielleicht gibt es hier ja irgendwo einen neuen Charakter oder da hinten. Ja, den kann ich nicht öffnen. Schade. Ja, bringt mir leider nichts, weil ich die Truhe nicht öffnen kann. Was haben wir denn da drin überhaupt? Mithril-Pantoffeln. Gut. Freut sich unbedingt bequeme Schuhe, um durch Mittelerde zu rushen. Will ich Mützen? Mützen. Mann, ich kann da nicht rüberhüpfen. Muss ich außen rumgehen. Hier ist es voll schön. Erinnert mich aber auch ein bisschen an Endor. Seid vorsichtig auf den Stufen, Reisende. Ich bin Elb. Ich kenne mich hier perfekt aus. Fast. Och nö. Immer die falsche Taste. Da hinten steht auf jeden Fall das Markte. Nehme ich mit. Eine gute Reise. Dir auch. Gibt es hier noch irgendwas Tolles? Da gibt es auf jeden Fall eine Mission noch. Da können wir auch gleich mal reinsehen, was der für uns hat. Vielleicht können wir das ja schnell erledigen. Elbenwald. Ich bin hier im Elbenwald. Ein Stabschwindelei. Ein Händler aus Seestadt hat mich mit Waffen aus rostigen Angelhaken und morschen Stöcken geleimt. Ich wollte, dass er mir meinen hochwertigen Habardstab zurückgibt, aber er weigert sich. Ich möchte mich nicht dazu herablassen, ihn mir einfach zu nehmen. Würdest du das für mich tun? Okay. Kann ich machen. Aber nicht sofort. Irgendwann in den nächsten 100.000 Stunden. So. Soll man hier jetzt eigentlich zu wissen? Also, suche Herrn Bartstab. Im Level 1 warmer Empfang. Ich glaube, die ganzen Sachen kann man erst finden, nachdem man die Mission überhaupt angenommen hat. Also bin ich mir ziemlich sicher. Oder ich habe die einfach alle übersehen. Das kann natürlich auch sein. Oder noch nicht bekommen, weil ich die Charaktere noch nicht hatte, um die Sachen zu suchen. So, erstmal hier hoch. Oh. Galadriel ist immer richtig geil. Was kann die denn? Ich will die jetzt haben. Vielleicht kann die endlich in der Dunkelheit... Oh, da unten ist auf jeden Fall ein weißer Stein. Kann die in der Dunkelheit rumrennen? Hat Elbenagilität. Also die kann gar nicht außer hochhüpfen, oder was? Darf ich dich um Hilfe bitten? Ja, ja, komm. Eine grummelige Katze. Eine sehr grummelige Katze, ja. Und wir wissen, was eine grummelige Katze braucht, oder? Was braucht denn eine grummelige? Fisch. Oder irgendeinen Fisch, den du vielleicht dabei hast. Wenn du so freundlich wärst. Klar. Meine Katze ist etwas grummelig. Was denn? Finde die richtige Art von Legebeute und wirf sie in den Lego-Eimer. Da kann ich doch mal machen. Was? 99 Fische?
Die ist auch wirklich grummelig. So viele habe ich nicht, tut mir leid. So viele Fische habe ich nicht. Komm. Gut, dann können wir mal hier runtergehen, den weißen Stein sammeln, sofern wir da irgendwie rankommen. Okay, weiß auch schon wie. Und diese Stimme. Wie komme ich denn da hoch? Vielleicht hinten hoch? Ne, da komme ich nicht hoch, ne? Das ist in der Tat eine gute Frage, wie ich da hochkomme. Ich weiß auch schon wie. Ich brauche dafür nur Fili. Lalala. Jawohl. 29. Die Mission oben haben wir angenommen. Das heißt, wir sind hier eigentlich schon wieder durch, ne? Im Elbenwald. War's das alles? War das alles? Ne, da hinten ist noch was. Ganz gut zu wissen. Da ist auch noch ein Charakter irgendwo. Den wir uns auch schnappen werden. Aber da muss ich sowieso hier rüber. Hier rum. Ja, das ist eine Zwergenwache. Okay, doch nicht. Eine Elbenwache. Kauf mal. Gut. Die kann wahrscheinlich auch nichts Besonderes jetzt hier, aber... Hier kann man auch. Ja, okay, hier kann man sowieso hier runter. Wenn ich geradeaus weitergehe. Das heißt, hier ist wieder was zu. Ja, da reingehen. Hier wieder so ein schönes. Großes Steindingen. Oh, hallo. Ich hatte nicht erwartet, hier jemanden zu treffen. Das ist gewissermaßen ein geheimer Ort für mich. Ich komme von Zeit zu Zeit her, um meine Gedanken zu ordnen. Der einzige Nachteil ist, es ist etwas frisch und feucht und man kann sich nirgends hinsetzen. Was diesem Ort fehlt, ist ein kleines Gebäude. Also soll ich dir ein nicht feuchtes Gebäude bauen? Ja, das kostet aber viel, aber ich mach's mal. Weil du willst ja nicht feucht haben. Wo sind jetzt hier? Da, okay, sehr schön. Bretter. Wo ich denn Bretter? Und Steinchen. So. So, noch ein bisschen was. Das ist aber kein schönes Haus. Woher soll ich denn wissen, dass das ein Fuß ist? Tadam. Sehr schönes Haus. Ah, perfekt. Danke.
Jetzt brauche ich nur noch ein Bett, falls ich müde werde. Und eine Küche, in der ich etwas kochen könnte, wenn ich... Weißt du, vielleicht sollte ich einfach heimgehen. Kann ich das jetzt wieder kaputt machen? So, hier gehen wir noch hin. Ey, das war doch noch im grünen Bereich. Beim Tennis ist auch, wenn er auf der Linie fällt, das ist eigentlich bei fast allen Sportarten so, dann zählt es auch noch. Okay. Mhm. Warte mal. Das ist aber nicht hier, ne? Da muss ich woanders hin. Das heißt, ich lasse dich dann wieder in Ruhe. Hier bei diesem schönen Ort. Hier ist auf jeden Fall irgendwo ein Steinchen. Hier ist eine blaue Münze. Wo ist denn hier das Stein? Naja, keine Ahnung. Dann gehen wir mal wieder hier lang. Und checken hier noch ein bisschen die Gegend aus. Hallo Jungs. Hier kommen wir wieder zurück. Zur Schneeben. Au. Sehr schön. Eine Menge Gold. Ein bisschen Kupfer, von dem wir so wenig haben. Der Pass von Caradhras. Sind wir hier mal einmal rumgelaufen, um den Berg herum. Jetzt kommen wir hier gleich wieder zurück zu dem Ort, wo wir den Ork gefunden haben. Das heißt, es wäre jetzt eigentlich egal gewesen, wo wir lang gehen. Denn wir wären immer wieder hier rausgekommen, an dieser Kreuzung. Wupp, wupp, wupp. Hier können wir nicht rein, hier ist es zu dunkel. Ach nee, hier haben wir keine Fackel. Das mit dem dunklen Ort war wieder woanders, ne? Ach ja, stimmt, das war schon ein bisschen weiter weg schon wieder. Gut, dann geht's mal nach Bruchtal. Oder zuerst hier hoch. Klingt cool. Zuerst hier hoch. Lalala.